Also wir haben jetzt gesagt, was der R/n ist und wie man damit rechnet, haben die euklidische Norm, das euklidische Skalarprodukt und so weiter gesehen und wollen jetzt sagen, wann eine Folge im R hoch n konvergiert. Und die Definition, die wir jetzt hier sehen, die sieht eigentlich genauso aus wie in R. Das heißt, wir haben eine Folge ak, die ist jetzt aber eine Folge nicht nur in R, sondern R hoch n. Und wir sagen, die konvergiert gegen ein a in r hoch n, falls für alle Epsilon größer 0 es ein k 0 in den natürlichen Zahlen gibt, sodass der Betrag von ak minus a kleiner als Epsilon für alle k größer gleich k 0 ist. Ne? Sieht genauso aus wie im r, nur dass halt die beteiligten Folgenglieder, also hier die aks und auch der Grenzwert a jetzt ein Element im r hoch n ist und damit der Betrag von ak minus a der Betrag im r hoch n ist. Aber ansonsten sieht das genauso aus. Und ganz analog definiert man auch eine Cauchy-Folge im rn. Eine Folge ak in rn ist eine Cauchy-Folge, falls für alle epsilon größer 0 es ein k 0 in den natürlichen Zahlen gibt, sodass Betrag von ak minus am kleiner als epsilon für alle m und k größer gleich k 0 gilt. Also auch die gleiche Definition. So. Schauen wir uns das mal im Spezialfall n gleich 1 und n gleich 2 an. Ne, hier haben wir das Bild für n gleich 1, also für r, was wir schon hatten, als wir Konvergenz für rationale und dann für reelle Zahlen eingeführt haben. Ne, da sagt die Definition, für alle Epsilon größer 0 muss es ein n0 geben, ab dem alle Folgenglieder in diesem blauen Intervall von a minus Epsilon bis a plus Epsilon liegen. Ne, wie sieht das im R2 aus? Wenn eine Folge a k gegen a konvergiert im R2, dann muss es auch einen N0 geben, ab dem alle Folgenglieder in dem Bereich von R2 liegen, sodass der Abstand zu a kleiner als Epsilon ist. Und dieser Bereich, das ist der Ball um A mit Radius Epsilon. Wird auch Epsilon-Umgebung um A genannt. Und wir schreiben dafür B Epsilon von A. Und das sind alle Punkte im Rn, jetzt im Allgemeinen, sodass der Betrag von x minus A kleiner ist als Epsilon. Für den Fall, dass n gleich 2 ist, ist es das Innere dieses Kreises um a mit Radius Epsilon, also dieser blaue Bereich hier. Im Fall, dass n gleich 1 war, ist der Epsilon-Ball um a das Intervall von a minus Epsilon bis a plus Epsilon. Für n gleich 3 wäre das das Innere der Kugel um a mit Radius Epsilon und so weiter. Und was man hier ein bisschen sieht, ist, dass n gleich 1 ein bisschen speziell aussieht, der Ball. Wenn ich aus diesem Intervall hier das a rausnehme, dann zerfällt das blaue Intervall im Prinzip in einen linken Teil und einen rechten Teil. Das ist eine Besonderheit von R. R hat in dem Sinne ausgezeichnete Richtung. Man kann nach plus unendlich oder nach minus unendlich gehen. Das ist im R hoch 2 und dann später anders. Wenn ich hier das a rausnehme, gibt es jetzt nicht irgendwie ein links, rechts, oben, unten. Wenn man das vergleicht mit der Beschränktheitsdefinition, auch da kann man beschränkte Teilmengen von Rn genauso definieren, wie man das in R kennt. Eine Menge m im r hoch n, die heißt beschränkt, wenn es ein c größer 0 mit Betrag von x kleiner gleich c für alle x in der Menge gibt. In r bedeutet das, dass alle meine Mengenelemente im Intervall von minus c bis plus c liegen. Im r2 bedeutet es, dass alle meine Mengenelemente innerhalb des Kreises
um die 0 mit Radius c liegen. Das heißt, auch hier habe ich zwar die Beschränktheitsdefinition in beiden Fällen, aber wir erinnern uns, in R hatten wir noch zusätzlich den Begriff von oben beschränkt und von unten beschränkt. Und das macht im R hoch n für n größer 1 irgendwie keinen Sinn mehr. Das heißt, es gibt dahingehend einen Unterschied, wie ich über R und R hoch n nachdenke, in dem Sinne, dass der R irgendwie noch so ein paar Zusatzeigenschaften hat, die ich vom Rn nicht kenne, nämlich zum Beispiel sowas wie ausgezeichnete Richtung nach Plus unendlich und Minus unendlich. Das heißt, alles, was wir in R gemacht haben, was diese ausgezeichnete Richtung in einem gewissen Sinne benutzt, das wird es im R auch n nicht geben. Also dazu gehört von oben beschränkt, von unten beschränkt, aber auch sowas wie monoton wachsend und monoton fallend. Ja, im R hoch n, ich kann nicht zwei Vektoren im R hoch n sagen, wann der eine kleiner gleich dem anderen ist. Das kann ich machen, weil es eine ausgezeichnete Richtung im R gibt, die nach plus unendlich oder nach minus unendlich gehen, weil ich da diese Ordnungsrelation habe. Das heißt, immer wenn solche Worte vorkommen, wie monoton wachsend, monoton fallend, nach oben beschränkt und nach unten beschränkt, dann muss ich irgendwas anders machen im R hoch n. Und in dem Sinne ist der R die Menge der reellen Zahlen, das speziell. Aber für den Begriff der Konvergenz und der Cauchy-Folge macht das erstmal keinen Unterschied. Es gibt viele Sachen, die wir gelernt haben für Folgen in R, wo wir das nicht benutzen, von oben beschränkt, von unten beschränkt, monoton wachsen, monoton fallend, und die gelten dann genauso auch im Rn. Also im Prinzip ist das alles, wo wir die Ordnungsrelation von R nicht verwendet haben. Also mit genau dem gleichen Beweis wie in den reellen Zahlen haben wir zum Beispiel folgende Aussage: Jede konvergente Folge im Rn ist beschränkt. Jede konvergente Folge im Rn ist eine Cauchy-Folge. Jede Cauchy-Folge ist beschränkt. Ja, und die Beweise gehen genauso, wie wir das in R aufgeschrieben haben. Ja, also können die Stelle gerne nutzen, um mal zu gucken, ob sie noch wissen, wie es geht. Oder wenn nicht, vielleicht mal in die alten Beweise zu gucken, um mal zu sehen, dass das wirklich keinen Unterschied macht, wenn ich jetzt hier R hoch n anstatt R nehme. So, jetzt haben wir konvergente Folgen und Cauchy-Folgen im Rn. Und wenn wir uns an R erinnern, R war ja genauso konstruiert, dass auch jede Cauchy-Folge dort konvergiert. Und jetzt kann man sich fragen, stimmt das eigentlich auch im Rn? Und ja, und das wird eine direkte Folgerung aus folgendem Satz werden. Wenn wir eine Folge AK im Rn haben, dann ist die genau dann konvergent bzw. beschränkt bzw. eine Cauchy-Folge, falls für alle i von 1 bis n die Folgen in R, die aus den i-ten Koordinaten gebildet werden, konvergent, beschränkt und Cauchy-Folgen sind. Also AK ist ja eine Zahl im R hoch n, das heißt, die verschiedenen Koordinaten, und das soll die erste Koordinate sein und so weiter bis zur n-ten Koordinate. Und wenn ich jetzt die Folge AK habe, dann bilden auch die ersten Koordinaten eine Folge. Ja, und die zweiten Koordinaten bilden eine Folge. Und das sollen diese Folgen sein. Und der Satz sagt jetzt halt, meine Ursprungsfolge im Rn ist genau dann konvergent, beschränkt oder Cauchy-Folge, wenn alle diese Koordinatenfolgen konvergent bzw. beschränkt bzw. Cauchy-Folgen sind. Das wollen wir mal beweisen. Und die eine Richtung ist sehr leicht, und zwar falls AK konvergent, beschränkt oder Cauchy-Folge ist, dann folgt die entsprechende Behauptung für die Koordinatenfolgen. Durch dass der Betrag der i-ten Koordinate immer kleiner ist, der Be-
Trag von dem ganzen Vektor, also von x, was aus x1 bis xn besteht. Das heißt, die Richtung ist irgendwie kein Problem, man muss sich nur die andere Richtung überlegen. Also sei nun so eine Koordinatenfolge für alle i von 1 bis n konvergent und der Grenzwert der i-ten Koordinatenfolge sei bi. Das heißt, nach Grenzwertdefinition für eine jetzt reelle Folge, diese Koordinatenfolgen sind alle reellen Folgen, in alle reelle Folgen. Das heißt, für alle Epsilon größer 0 gibt es eine natürliche Zahl Ki, sodass der Betrag von Aki minus dem Grenzwert Bi kleiner ist als Epsilon durch Wurzel n, n die Dimension, also n, das n vom r hoch n, für alle k größer als ki. Nur das ist einfach die Definition, dass bi Grenzwert dieser i-ten Koordinatenfolge ist. Nun, jetzt wollen wir natürlich zeigen, dass die ursprüngliche Folge AK im R auch N konvergent ist. Ne, da brauchen wir einen Kandidaten für den Grenzwert. Und wenn jede Koordinatenfolge gegen BI konvergiert, dann glauben wir, dass der Grenzwert von AK einfach dann das B ist, was aus allen diesen Grenzwerten der Koordinatenfolge gebildet wird. Ne? Wir wollen zeigen, dass das A, die Folge AK jetzt gegen B konvergiert. Das heißt, wir müssen uns angucken, was ist der Abstand von AK minus B. Und damit wir nicht immer Wurzeln schreiben müssen, schreiben wir mal hier ein Quadrat hin. Und dann ist das nach der Definition der euklidischen Norm, ist das die Summe von i gleich 1 bis n von der i-ten-Koordinate dieses Vektors ak minus b ins Quadrat. Und die i-te-Koordinate von diesem Vektor ak minus b ist die i-te-Koordinate von ak minus die i-te-Koordinate von bi. So, und jetzt benutzen wir, dass der Betrag hiervon kleiner als Epsilon durch Wurzel n ist und damit das Quadrat davon kleiner als Epsilon Quadrat durch n. Das heißt, wir haben hier stehen, es ist kleiner als die Summe von i gleich 1 bis n, Epsilon Quadrat durch n. Und jetzt summieren wir hier von i gleich 1 bis n etwas, was gar nicht mehr von i abhängt. Das heißt, es ist einfach n mal Epsilon Quadrat durch n, also es ist einfach Epsilon Quadrat. Und somit können wir aus Betrag von ak minus b Quadrat kleiner Epsilon Quadrat die Wurzel ziehen. Das ist alles nicht negative Zahlen, die hier stehen. Das heißt, da kriegen wir, der Betrag von ak minus b ist kleiner als Epsilon. Und jetzt, wofür gilt das eigentlich? Das gilt für alle k, die größer sind als was. Ne? Für dieses kleine Zeichen haben wir diese Abschätzung hier oben verwendet und die gilt für alle k größer ki. Und das haben wir jetzt für alle i von 1 bis n verwendet. Das heißt, wir brauchen für diese Abschätzung, dass das k größer ist als das Maximum von k1 bis kn. Na, und dann haben wir jetzt aber gesehen, dass ak wirklich gegen b konvergiert. So, das Argument für Cauchy-Folgen ist ganz analog. Das machen wir hier mal nicht. Ja, aber wenn Sie sich unsicher fühlen, ruhig den Beweis von eben nochmal durchgehen und das für Cauchy-Folgen dann mal probieren. So, was fehlt uns jetzt noch? Jetzt fehlt uns, dass
wenn die Koordinatenfolgen alle beschränkt sind, dass dann auch die Ausgangsfolge beschränkt ist. Wenn die alle beschränkt sind, das heißt, es gibt eine positive Konstante für jede Koordinate, sodass der Betrag von AKI kleiner gleich CI für alle K ist. Jetzt müssen wir nur noch abschätzen, den Betrag von AK. Ne, dazu rechnen wir den Betrag von AK Quadrat aus. Das ist nach Definition der euklidischen Norm die Summe von I gleich 1 bis N. Das Quadrat der einzelnen Koordinaten. Und für die habe ich aber eine Abschätzung, das kleiner gleich. Die Summe von I gleich 1 bis N CI Quadrat. Nun, das ist eine endliche Zahl, die nenne ich mal C. Das heißt, ich habe, dass der Betrag von AK kleiner gleich der Wurzel aus C ist für alle K, also ist AK beschränkt. Wir haben also insgesamt gesehen, dass eine Folge im Rn genau dann konvergent beschränkt Cauchy-Folge ist, wenn die jeweiligen Koordinatenfolgen konvergent beschränkt bzw. Cauchy-Folgen sind. Und daraus kriegen wir direkt folgende Folgerung. Der Rn ist vollständig. Vollständig heißt, das heißt, jede Cauchy-Folge im Rn konvergiert. So, wie sehen wir das? Also für n gleich 1, für r ist das nach Konstruktion so. Ne? Dass jede Cauchy-Folge konvergiert. Das heißt, wenn wir jetzt n größer als 1 haben und wir haben eine Cauchy-Folge im Rn, dann sagt uns der letzte Satz, dass die Koordinatenfolgen sind Cauchy-Folgen in R für alle i. Ja, und jetzt haben wir aber Cauchy-Folgen in R und dann wissen wir, dass die alle konvergieren. Für alle i. Und dann sagt uns der letzte Satz wieder, aber wenn die ganzen Koordinatenfolgen aber konvergieren, dann konvergiert auch schon die Folge in Rn. Das heißt, der Rn ist vollständig.